Stress ist kein Symptom oder ein Problem, welches es zu managen gilt, sondern es ist ein Geschenk und ein Riesenwachstumshebel, wenn du weißt, wie du ihn für dich gewinnbringend nutzt. Und damit du wieder nachts ruhiger schlafen kannst und auch ohne 16 Stunden lange Tage deine unternehmerischen Ziele erreichst, empfehle ich dir wirklich dran zu bleiben. Es sollte mittlerweile geläufig sein, dass Stress krank macht. Und wir hören es auch immer wieder, dass Stress zu ganz vielen Krankheiten führt, dass Stress uns aber vor allem mental ganz, ganz viel unserer Kapazitäten raubt und letzten Endes zu einem Riesenproblem führt. Was wir aber auch gleichzeitig hören, ist, dass wir Stress managen sollten und dass wir Stressmanagement lernen sollten. Und dann werden so Dinge genannt wie Meditation, Achtsamkeitspraxen, dass wir uns Dankbarkeitsjournale anschauen, dass wir Dankbarkeit ausüben für gewisse Dinge, dass wir uns einfach etwas mehr in dem Moment bewegen. Und dann, wenn es ganz hart kommt, sollen wir auch noch Resilienztraining machen, was so viel heißt wie werde stärker gegenüber dem Stress. Das heißt, schaffe dir einen noch größeren Panzer an, lerne noch mehr mit diesem Druck, mit dem Stress umzugehen, mach dich widerstandsfähiger. Das Problem ist, es ist alles nur Kosmetik. Es ist, als hätte ich eine Riesenwunde, die immer wieder aufklafft. Und das Einzige, was ich mache, ist, diese Wunde zu verbinden mit Verbandsmaterial. Ich schaue also nie, was die wirkliche Ursache vom Stress ist. Und genau das ist das Problem in unserer heutigen Gesellschaft. Wir versuchen, Probleme nur noch zu managen, anstatt sie wirklich zu lösen. Genauso ist das mit Stress. Wenn du doch weißt, dass Stress dich krank macht, ist es doch nur in deinem Interesse, dass du den Stress auch wirklich an seiner Wurzel, in seinem ursächlichen Punkt auch auflöst. Denn Kosmetik gehört ins Gesicht, aber nicht in den Seelenfrieden, richtig? Und stellen wir uns das doch mal folgendermaßen vor, wenn dein Haus brennt und ich dir die Frage stelle, sollen wir den Brand löschen oder sollen wir den Brand einfach managen? Was würdest du antworten? Logischerweise würdest du antworten, hey, lösch bitte den Brand, weil sonst ist mein Haus kaputt. Genau. Und wenn wir uns vorstellen, dass dein Körper, deine mentale Gesundheit, deine emotionale Gesundheit dein Haus ist, warum solltest du lernen, Stress zu managen, also den Brand zu managen und eben nicht einen Weg finden, wie du den Brand sofort löscht? Und darum soll es in diesem Video gehen, wie du den Brand wirklich löscht. Doch der Punkt ist der, wir müssen erstmal verstehen, wie es überhaupt zu diesem Irrtum kommt. Und etwas zu managen bedeutet ja quasi immer, dass etwas in Ordnung ist, wenn es da ist. Das bedeutet, wenn ich lerne, Stress zu managen, lerne ich auch zu akzeptieren, dass er da ist. Doch genauso wie du den Hausbrand nicht akzeptieren würdest, dass er da ist, würdest du auch zum Beispiel ein Virus nicht akzeptieren, dass er da ist. Dann holst du dir eine Impfung, du gehst zum Arzt, holst dir ein Antibiotikum oder was auch immer. Du tust alles, damit dieser Virus aus deinem Körper verschwindet. Du tust alles, damit das Haus nicht weiter abbrennt. Also du löscht die Dinge, du eliminierst die Dinge. Wenn wir aber die Probleme managen, dann ist das so, als würdest du einen toxischen Mitarbeiter haben. Du behältst ihn aber aufgrund von Gründen. Du hast schlechte Kunden, du behältst sie aber aufgrund von irgendwelchen Gründen, weil dir gesagt wurde, hey, denk positiv oder sieh doch den Vorteil darin, dass du einen toxischen Mitarbeiter hast oder. Natürlich gibt es auch Menschen, die dann sagen, ja, dann kündige ihn. Doch das Problem ist, dass wir häufig Stress deswegen haben, nicht weil wir einen toxischen Mitarbeiter haben oder einen schlechten Kunden oder weil wir Sorge haben, dass die viele Arbeit, die wir an den Tag legen, irgendwann unsere Beziehung beendet, sondern das Problem ist, dass wir damit auch immer einen konkurrierenden Gedanken aufrechterhalten. Was meine ich damit? Oft sind es Situationen, die dir völlig klar sind, wie du sie zu lösen hast, doch du hast einen konkurrierenden Gedanken, der dagegen hält. Das bedeutet, dass du beispielsweise toxische Mitarbeiter hast, aber sie nicht kündigst, weil du den Mitarbeiter brauchst, weil du Personalmangel hast. Oder du hast diese C-Kunden, die du gerne kündigen würdest, aber auch nicht kündigst, weil du ja das Geld benötigst. Du hast Angst und Sorge, dass deine Beziehung zerbricht, weil du so viel arbeitest. Gleichzeitig aber scheust du dich vor dem Gespräch, weil du möglicherweise Angst vor der Wahrheit hast, dass es vielleicht jetzt schon ein Problem sein könnte. Also wartest du lieber, bis das Horrorszenario eintritt, um dir dann sagen zu können, ich wusste es doch, anstatt vielleicht das Problem sofort an der Wurzel zu packen, also den Brand sofort zu löschen. Und die Konsequenz daraus ist natürlich, dass du mit einem ständigen Gedankenkarussell lebst, dass du ständig zwischen diesen beiden Seiten wie ein Ping-Pong hin und her geschlagen wirst. Du bist wie ein Fähnchen im Wind und du bist auch in dieser emotionalen Achterbahn gefangen. Auf der einen Seite willst du vorankommen, du möchtest wachsen mit deinem Unternehmen, du möchtest Erfolge erzielen. Gleichzeitig siehst du aber auch diese ganzen Probleme, diese Stressoren, die dich aufhalten. Und wenn dann jemand kommt und sagt, lerne das zu managen, dann muss ich die Frage stellen, tust du das nicht schon bereits? Seit Wochen, seit Monaten? Jonglierst du nicht schon die ganze Zeit diese Bälle und versuchst, die Anforderungen hierfür, die Erwartungen von dem, gleichzeitig aber auch die Angst, aber auch hier auch, naja, den Willen zu wachsen, jonglierst du das nicht schon längst? Ist das nicht unfassbarer Stress? Und das Problem, weshalb der Stress da ist, ist häufig, dass wir einerseits ihn versuchen, durch diese Jonglage hochzuhalten. Auf der anderen Seite haben wir Angst, einfach mal einen Ball fallen zu lassen.
Aber oft geht es genau darum, dass wir diese Gedankenschlösser, die uns Angst machen, die uns unsicher machen, einfach mal aufzulösen. Doch wie machst du das? Und wie kannst du aus Stress ein Geschenk machen, ein Wachstumshebel? Der erste und wichtigste Punkt ist, dass du erkennst, was wirklich das Problem ist. Also, dass du nicht nur schaust, okay, welche Symptome ergeben sich gerade, sondern was ist das Problem? Das heißt, wenn ich huste, muss ich doch wissen, welcher Virus ist in mir. Brauche ich ein Antibiotikum oder kann ich das auch so ausheilen? Wenn du Haus im Wasser hast, ist es natürlich wichtig, das Wasser aus dem Haus zu bekommen, aber du möchtest doch wissen, woher die Leckage kommt, woher das Wasser kommt, warum es in erster Linie überhaupt in deinem Haus da ist. Und du musst dir auch dann klar machen, was die Konsequenzen sind, wenn du nicht an der Ursache arbeitest. Das heißt, der erste wichtigste Schritt ist die Erkenntnis darüber, was ist hier eigentlich gerade los? Warum ist die Situation, wie sie ist? Und der zweite Punkt ist eigentlich der, den ich schon gerade angesprochen habe, denn oft lösen wir die Probleme nicht, weil es einen konkurrierenden Gedanken gibt. Das heißt, wir sehen ein Problem, trauen es uns aber nicht zu lösen, weil wir daraus ein anderes Problem antizipieren oder eine Sorge vor etwas haben. Das heißt, auch diesen Gedanken musst du erkennen. Das bedeutet, dass du die beiden konkurrierenden Gedanken finden musst und auch herausfinden musst, welchem du gerade mehr Beachtung, mehr Bedeutung schenkst, weil der ist es, der das Problem aufrechterhält. Und dabei gilt es nicht nur herauszufinden, was ist das ursächliche Problem, was ist der konkurrierende Gedanke, der mich davon abhält, eine Lösung zu finden, sondern in diesem Konstrukt findest du auch heraus, was genau dich stresst. Denn oft ist es eine Sorge, die unberechtigt ist, die uns den Stress erzeugt, den wir gerade haben. Oft haben wir gar kein Problem, wir tun einfach nur so. Ja? So, und dann, so kommen wir zum dritten Punkt und das ist unheimlich wichtig, nämlich dann eine Entscheidung zu treffen. Denn zwei konkurrierende Gedanken aufrechtzuerhalten, das heißt das Gedankenkarussell aufrechtzuerhalten, es zu managen, ist quasi das, was du schon die ganze Zeit gemacht hast. Also musst du eine Entscheidung treffen, die du schon so lange vor dich herschiebst. Du musst dich für A oder für B entscheiden. Wenn du ein Problem hast, musst du dich endgültig für die Lösung entscheiden. Trotz der Konsequenzen oder gerade wegen der Konsequenzen, die die Ursache immer wieder mit sich bringen wird. Und dafür braucht es Klarheit. Und ich verstehe, dass es nicht so einfach ist, gerade wenn man in diesem Gedankenkarussell steckt, gerade wenn man so viele Dinge jongliert, gerade wenn man so viel Erwartungshaltung erfüllen muss als Geschäftsführer, als Selbstständiger, mit vielleicht noch mit Familie und Kindern. Was du brauchst, ist Klarheit. Also klar zu wissen, was zu tun ist und vor allem die Selbstsicherheit auch, diesen Entscheidungen nachzugehen. Und in so einer Situation ist es unfassbar hilfreich, jemanden zu haben, der dir hilft, deine Gedanken zu sortieren, der dir zu deiner Klarheit verhilft und dich letzten Endes auch wieder ermuntert, selbstsicher diesen Entscheidungen nachzugehen. Und genau dafür habe ich eine Möglichkeit entwickelt, um in wenigen Sitzungen dir diese Klarheit zu geben, beziehungsweise mit dir diese Klarheit zu erarbeiten, sodass du dann den Wald vor lauter Bäumen endlich wieder erkennst, ja, und nicht ständig daran vorbeiläufst. Und vor allem die Klarheit aufzubauen, die du benötigst, um die wirklichen Ursachen für die Probleme und die Stressoren zu finden, um mit der nötigen Selbstsicherheit diese endgültig zu eliminieren. Naja, und um zu erfahren, wie du von diesem Ansatz profitieren kannst, schlage ich einfach vor, dass du dich jetzt für ein kostenloses Beratungsgespräch anmeldest unter www.patrick-neukich.de oder du klickst einfach den ersten Link in der Beschreibung, buchst dich kostenlos in meinen Terminkalender ein und wir finden gemeinsam einen Weg, wie wir dir zu der Lösung deiner ursächlichen Probleme helfen, gleichzeitig aber auch diese Gedankenjonglage ein für alle Mal unterbrechen und Stress eliminieren und ihn nicht weiter managen, weil das hast du bis hierhin getan und du hast gemerkt, es hat nichts geholfen. Was du davon erwarten kannst, ist tatsächlich eine massive Stressreduktion. Im Durchschnitt 49% erreiche ich mit meinen Kunden an Stressreduktion und wir schaufeln ihnen 10 bis 20 Stunden pro Woche an Zeit frei. Wenn dich das interessiert, patrick-neukich.de oder den ersten Link in der Beschreibung. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, dein Patrick. Ciao.